Hallo, liebe Menschen, ich bin's mal wieder, der Akupunkteur. Nach einer etwas längeren kreativen Pause präsentiere ich euch einen neuen Song, der allerdings einer etwas längeren Einführung bedarf. Denn der folgende Song trägt zwar wieder einmal den Namen Lars im Titel, aber Lars steht in diesem Fall stellvertretend für alle Framing-Terroristen in diesem Land. Denn ihr seid die Hauptschuldigen in diesem Krieg gegen die Menschen. Ohne euer Zutun wäre es der Politik gar nicht möglich gewesen, Angst, Panik und vor allem ihre Lügen in der Bevölkerung zu verbreiten. Ihr tragt seit über 2,5 Jahren den Corona-Faschismus in diesem Land mit. Wie schon so oft in der Geschichte, klebt Blut an euren Händen. Viel Blut. Das Blut von Suizidopfern, das Blut von Spritzenopfern und die Schuld an millionenfach vergewaltigten Kinderseelen im Corona-Faschismus. Und als ob das nicht schon genug Blut an euren Händen wäre, hofiert und unterstützt ihr seit mittlerweile über 8 Jahren Nazis in der Ukraine, die dort ihr eigenes Volk abschlachten. Und seit einem Dreivierteljahr führt ihr die gesamte Menschheit mit Kriegspropaganda der übelsten Sorte in den nächsten Weltkrieg. Ihr alle seid Lars, denn ihr habt auf dem Globalisten-Klo euer Gewissen rausgeschissen. Also Lars, bilde dir nichts darauf ein, du bist nur einer von vielen Framing-Terroristen, Medienhuren und Globalisten-Gigolos. Er hat darum gebettelt. Hier ist er nun geliefert wie bestellt. Ein harter Song für eine weiche Birne. Recherchieren, denunzieren und mit Dreck beschmieren. Mit der Fake News Propaganda Papst. Wofür er Kohle nimmt, Hauptsache die Kohle stimmt. Der Fake News Propaganda Papst. Er ist Rechercheleiter und der Wegbereiter. Der Fake News Propaganda Papst. Für den Great Reset geht er mit ihnen ins Bett. Der Fake News Propaganda Papst. Sein Globalisten-Spektrum reicht bis hinauf in ihr Rektum. Von Fake News Propaganda Papst. Und als Liebesbeweis verbreitet er ihren Schein. Der Fake News Propaganda Papst. Im Mainstream-Gewimmel lutscht er am Globalisten-Himmel. Hau, du hast den Himmel wie ein Honig. Auf dem Gewissenlos-Klo als Globalisten-Gigolo. Lars, der Framing-Terrorist. Ja, das ist Lars, Lars, er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Framing-Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof-Klo. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La la la, Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda-News vom Hinterhof-Klo. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision, aber eine realistische. In Gesprächen ist er freundlich und er gibt sich ziemlich nett. Der Fake News Propaganda Papst. Doch als sie online schreibt, der Stricher für den Great Reset. Der Fake News Propaganda Papst. Und alle, die ihm dabei in die Quere kommen. Der Fake News Propaganda Papst. Die werden von ihm ganz brutal aufs Korn genommen. Von Lars, der Framing Terrorist. Ja, das ist Lars, Lars, er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Framing Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof-Klo. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La la la, Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda News.
Hinterhofklo. Doch irgendwie, irgendwo, irgendwann, der Tag wird kommen, dann wirst du ganz gewaltig in Erklärungsnot kommen. Wer täglich nur Müll schreibt und Krieg propagiert, wird früher oder später einfach aussortiert. Keinen Arsch in der Hose, nicht alle Tassen im Schrank, den ganzen Tag nur Steine drehen, das ist geisteskrank. Auf dem Globalisten-Klo sein Gewissen rausgeschissen. Lars, wenn du mal weg bist, wir werden dich nicht vermissen. Ja, das ist Lars, Lars, er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Training-Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof, du. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La, 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 Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda-News vom Hinterhof-Klo. Ja, das ist Lars.